Hallo, 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 ihr wunderschönen Zwerge. Und willkommen zurück zu Sword of Mana. Ja, ich schaue mich jetzt hier mal noch ein bisschen weiter um. Hier in der Zwergenmine gab es ja nichts mehr eigentlich, oder? Hier hatte ich auch mit allen geredet. Nö, das sieht gut aus. Dann gehe ich mal wieder raus. Kann ich mit den Kisten hier irgendwas machen? Kann ich die aufheben? Nee. Aber es sieht sehr hübsch aus, so bei Nacht hier. Kann man nicht meckern, sehr gemütlich. Würde mir auch gefallen. Knallpilzwald. Ich sollte mal die Waffe wechseln. Ich nehme wieder das Schwert. Brutaler Pilz. Was habe ich dir getan, Pilz? Okay, ich habe gestern Pilze gegessen. Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich denkt er sich, der Typ sieht aus wie jemand, der arme kleine Moer-Pilze in seine Bockpfanne schneidet. Ach so. Ah, okay, okay. Jetzt sehe ich, was ich falsch mache. Aua. Waffe wechseln. Schwert. Und jetzt die Truhe. Noch eine Truhe. Engelskelch, okay. Hier gibt es aber echt viele Truhen. Menos-Bronze. Wieso komme ich da nicht ran an die Truhe? Ach, ich muss hier lang laufen. Okay. Da geht es nicht lang. Also hier hinten lang. Ich habe gerade eigentlich gar keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Ah, das ist ein Schild, das ist gut. Gaeus Fassade Norden, verlassene Mine Norden, Zwergenminen Westen, Stadt Wendel Osten. Okay, dann gehe ich mal nach Norden in die verlassene Mine. Ja, aber wie komme ich nach Norden? Da ist ja alles versperrt. Dadurch? Nee, da komme ich auch nicht durch. Hä? Oh, irgendwie. Heute ist wieder so ein allergischer Tag.
Vielleicht muss ich rüber auf die andere Seite wieder. Aber das kriege ich ja jetzt gerade nicht hin, weil da ist nichts zum Greifen, oder? Aua! Böser Pilz! Jetzt bist du Chop Suey! Hast du jetzt davon? Okay, hier kann ich wieder so ein Ding pflanzen. Ein Kaktushaus. Ja, machen wir mal. Okay, der erzählt nichts, der Kaktusfratz. Was steht da? Das Mana-Volk und Gäste aus Marvolia sollen sich drüben im Vampirschloss schlafen gelegt haben. Sie waren wohl sehr müde. Okay. Kann ich hier jetzt schon was schmieden? Ich habe jetzt Bronze. Vielleicht brauche ich da vorher noch irgendwie einen Zwergen für oder so, der sich mir anschließt. Wähle 2 Samen. Die Ernte wird heranreifen, während du unterwegs bist. Komm jederzeit wieder. Okay, jetzt bin ich wieder in Wendel. Das hatten wir alles schon. Ich speichere mal. Das bringt mir gerade nichts. Ah, du bist im Weg. Lass mich doch mal durch. Ach, Junge, Mädel, was auch immer. Okay, ich muss gucken, wie ich nach Norden zur verlassenen Mine komme. Hier kann ich die Waffe wieder wechseln auf die Kette. Und vielleicht bekommen wir es ja jetzt auf die Kette, versteht ihr? Entschuldigung. Das ist die normale Zwergenmine. Kann ich von hier aus irgendwie nach Norden? Nee, sieht nicht so aus. Uh-huh.
das könnte funktionieren. Da geht's nicht weiter. Aber von hier aus kann ich wieder nach Norden. Theoretisch. Nee, geht auch nicht. Okay, kleinen Moment. Ich muss mir gerade mein Taschentuch holen. So, ich habe gerade noch mal eine Allergietablette genommen. Oh. Und ich hatte recht. Ich habe auch gerade mal meine Alexa gefragt. Die Pollenbelastung heute ist wieder sehr hoch. Toll. Und vor allem Gräser. Und gerade Gräser sind so das, wo ich halt direkt mit verquollenen Augen aufwache. Und, ja. Nicht so hübsch für mich. Aber ich habe einen Kaffee. Also trinke ich einen schönen Schluck Kaffee. Cappuccino. Ich laufe gerade wieder zurück, oder? Nee, scheinbar nicht. Ich habe halt eine super Orientierung. Wie komme ich da rüber? So nicht. Dann wechseln wir mal wieder aufs Schwert und suchen den Weg nach Norden weiter. Oh, eine Truhe. Da steht mein Name drauf. Habe ich gesehen. Da steht Floppy drauf. Und Schokolade ist drin. Dann ist die Truhe erst recht für mich. Denn Floppy liebt Schoki. Ah, da kann ich weiter. Fahrt zur Mine. Böser Pilz! Nimm das, du böser Pilz! Kann ich da nicht hochspringen? Dann nicht. Böser Pilz! Böses Dingens? Insekt? Vieh? Keine Ahnung. Wanze. Oh, eine Truhe. Eine Truhe mit Fallen drin. Und natürlich löse ich die Falle aus. War ja klar. Aber ich bekomme dafür Seide. Oh, und hier kann ich speichern. Engelskelch. Jetzt bin ich auf dem... Ui, eine Eule. Ich mag Eulen eigentlich. Ich will die nicht bekämpfen. Okay, die will mich aber bekämpfen. Oh, die gehen gut ab, die Eulen. Alter Falter. Vielleicht brauche ich da besser den Bogen. Ja. Die sind anfällig für den Bogen. Ruhe. Und wieder eine Falle drin. War ja klar. Und hier oben ist auch noch eine Truhe. Und noch so eine Eule.
Aua. Nicht gut. Ich bin gestorben? Habe ich jetzt gerade nicht auf mein Leben geachtet? Mist. Waffe wechseln auf den Bogen. Alter Falter, ist die stark, die Eule? Okay, aber die scheint nur nachts zu kommen. Die ist nachtaktiv, die Eule. Gaius-Fassade. Okay, und wo ist die Gaius-Höhle? Okay. Wahrscheinlich muss ich den irgendwie dazu kriegen, dass der seinen Mund öffnet, damit ich rein kann. Level up. Ich hole noch mal ein Level in Kämpfer. Ich muss mal gucken, ich hatte letztens einen Guide gefunden, wie man in dem Spiel sich den Paladin zusammenskillt. Weil ich glaube, das wäre schon ganz praktisch. Okay, aber nach Norden kann ich hier nicht weiter. Ja! Entschärft. Dann speichern wir hier nochmal. Ich habe gerade nicht so richtig eine Idee, was ich machen muss. Ich wollte eigentlich die Mine finden. Ich gehe mal hier weiter nach links. Oh, da ist Dingsbumslo. Was verkauft er gerade Schönes? Hm.
Okay, nee, von hier komme ich ja. Pflanzenfleisch, sehr vegan, okay, ich glaube, ich mache mal einen Schnitt und guck mal, was ich überhaupt machen muss, wo ich jetzt hin muss, denn das bringt gerade nichts. Bis zur nächsten Folge, bis dann!